zurück zu einer weiteren grandiosen Episode. Minecraft. Oh Gott, das war der bescheuerste Anfang ever. Ich habe vergessen, mein Mikrofon zu holen. Ja, willkommen zurück. Genau. Difficulty stellen wir auf Peaceful, ganz wichtig. Denn wir müssen uns jetzt zwar doch noch irgendwie voll essen. Das machen wir dann aber oben. Denn heute steht was ganz Tolles auf dem Plan, nämlich eigentlich gar nichts. Das Einzige, was wir heute machen, ist Tunnel bauen. Das hört sich in etwa so spannend an, wie es ist. Wir nehmen jetzt vielleicht den Tunnel nicht komplett fertig bauen, sondern halt erstmal. Ups, das war jetzt schon deutlich knapper, als ich gedacht habe. Das ist auch nochmal Redstone. Ich habe doch den Tunnel hier eigentlich reingegraben, damit wir alle Redstone kriegen, oder? Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja. Das war zumindest mal die Intention dahinter. So. Das jetzt mal alles hinweg. Wir bauen heute den Tunnel weiter, zumindest so weit, dass man da schon mal laufen kann. Also jetzt zu Fuß. Also nichts mit Schienen, sondern einfach nur, also so wie wir es jetzt halt auch immer machen würden. So halt durchsprinten. Dazu brauchen wir hier unten erstmal Holz und ein bisschen Kohle und vor allem vereinzelte Spitzhacken. So. Mehr brauchen wir dafür nicht. Und das ist auch gut so. Genau. Also sehr unspektakulär, sage ich jetzt mal. Wenigstens ist Tag. Das hat natürlich zum einen den Vorteil, dass wir hier diese tollen Texturfehler nicht mehr sehen. Und zum anderen. Wieso habe ich überhaupt Dirt im Inventar? Ich habe heute aber, glaube ich, echt so ziemlich alles vergessen, was man so vergessen kann. Habe ich wirklich? Ja doch, ist auch peaceful. Interessant. Ich dachte eigentlich, der Hunger würde sich regenerieren, wenn man auf peaceful ist. Ist aber anscheinend nicht so. Gut. Was hat die? Die hat Effizienz 1. Ja gut. Also was brauchen wir da unten letztendlich? Also effektiv gar nichts. Die Diamantspitzhacke will ich aber nicht verschwenden, in Anführungszeichen. Sondern wenn überhaupt nur Steinspitzhacken. Dafür nehmen wir uns einfach ein bisschen Holz mit. Und das hier, das sollte eigentlich da unten reichen. Für mehr dürfen wir eigentlich nicht brauchen. Das ist eigentlich sehr simpel. Das Prinzip. Oder soll ich doch mit Schwie... Ich muss mir jetzt erstmal voll essen. Machen wir am besten mit, doch. Schweinefleisch. So. Ja, Spitzhacken craften wir vielleicht noch eine gute Sache. Bevor wir runtergehen. Das könnte jetzt leicht übertrieben gewesen sein. Ah nee, es passt schon. Ja. Ihr seht, worauf das hinausläuft. Also auf gar nichts eigentlich. So. Gehen wir wieder zurück. Da nach unten. Ich muss sagen, die Welt, also die gefällt mir hier schon echt so sehr, sehr gut auch. Und ich meine, die Burg sieht eigentlich bis auf das unfertige Haus, weil da muss noch ein Dach drauf. Sieht die eigentlich von hier, von dieser Seite her, gar nicht mal so extrem scheiße aus. Was gar nicht auffällt, dass die eigentlich überhaupt nicht fertig ist. Also zumindest sagen wir so, es könnte mehr auffallen.
So, und mir fällt jetzt auch gerade auf, dass ich nicht meine Eisenspitzhacke dabei habe. Für den Fall, dass da Diamanten oder keine Ahnung was für Sachen da rumstehen. Ich habe auch keine Schaufel dabei. Ja, gut. Wird jetzt eher nicht so gut. Das Ganze. Ach Gott, da vorne war doch die eine Höhle, deswegen bin ich weiter gegraben haben, oder? Ich glaube, ich erinnere mich gerade da an was. Das wäre jetzt natürlich sehr ungünstig. So, ich habe auch die Koordinaten offen, wo wir hin müssen. Wir müssen auf plus 800. Und ihr seht, das ist jetzt noch ein Stück weit, sag ich mal. Selbst wenn, also wenn wir Eisen brauchen sollten, haben wir hier immer noch zwei Öfen, wo wir schnell Eisen schmelzen können. Das sollte passen. Ich hoffe halt auch bloß noch. Oh, hoppla. Mir fällt gerade auf, ich habe das Licht gar nicht schön gemacht. Also, wo müssen wir denn hin? Auf 847. Genau. Sagen wir mal 850. Also eh schon ganz gut hier. Sind ja schon auf. Wieso sind wir denn hier schon so extrem weit? Gut, wir brauchen aber auch Kohle. Haben wir da vorne welche? Wieso haben wir hier gar nicht weitergemacht? Verstehe ich gerade gar nicht. So. Ich lasse die Koordinaten noch ganz kurz offen. Es ist auch interessant, welcher Speicher genutzt wird. Sieht man da unten rechts in diesem tollen Kuchen. Komm durch. So, wie weit müssen wir dann? Okay, 30 Blöcke kann ich auch von Hand zählen. 4. 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12. Hm, 14, 15, 16. Und das ist das erste Mal passiert, dass wir nicht weiterkommen. Das wird jetzt immer so ablaufen, glaube ich. 16, 19, 20. Ich höre links von uns Wasser, das hört sich das ist natürlich ganz toll. So. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo wir sind. Okay. 6 Blöcke noch so ungefähr. Ich glaube, wir müssen da sein, oder? Ja, das müsste der 250. Block sein. Okay, jetzt müssen wir dann hier nur noch wie viele Blöcke in diese Richtung? Ach, lang. Lang genug. Für diejenigen, die genaue Zahl wissen wollen, über 600 Blöcke. Das ist eine sehr lange Bahnstrecke. Und ich habe keine Schaufel dabei, was natürlich auch sehr, sehr gut ist, sage ich mal. Gibt da jetzt quasi förmlich nichts Besseres. Oh, da muss ich schon wieder eine Kurve machen. Ich hasse es, wenn ich mich hier nicht geradlinig durchbewegen kann. Das liegt aber auch eigentlich nur daran, dass ich zu geizig bin für... Oh, hallo, da ist Lava. Na gut. Ist ja nicht so, dass wir Cobblestone dabei hätten.
So. So, da. Das Wasser rechts von uns ist interessant. Hat hoffentlich jetzt mal nichts mit dem Ozean zu tun. Das hätte man vielleicht doch eine Schaufel machen sollen. Hm. Hallo Höhle. Hallo? Ui. Das sieht cool aus. Da möchte ich jetzt eigentlich mal reingucken. Und da ist unsere erste Spitzhacke kaputt. Herzlichen Glückwunsch. Zu nichts. Ja, schön hier. Schön warm, vor allem. Oh, da sind Diamanten. Die hätte ich jetzt voll übersehen. Na gut, die nehmen wir jetzt aber auch nicht mit. Ich meine, klar, wir können sie gebrauchen. Wir haben mit der Mine viele Diamanten verloren. Weil ich sie nicht wieder gefunden habe. Okay, jetzt. Das haben wir vorher schon gesehen hier. Oha, hier geht ja die Höhle noch weiter. Hallo? Noch mehr Diamanten? Das geht ja wieder gut los heute. Oh, es sind sogar sehr viele. Alter! Das ist unglaublich geil hier, diese Höhle. Finde ich. Was haben wir hier? Also sehr viel Obsidian. Und hier. Alter, was? Also nein, also. Hä? Ja, also. Hallo? Hier ist Ende. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, wir haben gerade mit der Entdeckung dieser Höhle alle Diamanten, die wir vorhin verloren haben, wieder reingeholt. Das ist ja. Phänomenal. Die Höhle ist gar nicht mal klein. Aber vielleicht sollten wir die erkunden, wenn ich Monster anhabe. Und nicht so wie jetzt. Das ist ja total langweilig. Deswegen lassen wir das mal lieber. Und kümmern uns um die wirklich wichtigen Dinge. Nämlich die Bahn. Aber das ist schon echt leicht krass hier. Vor allem, weil hier unten auch nochmal welche sind. Und wo waren hier noch? Ah ja, genau, auf der Seite hier waren auch nochmal welche. Das ist leicht übertrieben viel Diamanten, die sich hier unten tummeln. Wollte ich nur mal so angemerkt haben. Das Spiel meint es gut mit uns, aber ich sag mal so, ich nehme die jetzt nicht mit, weil sonst sterben wir wieder so toll. Nee, jetzt ist. Oh Gott, es geht ja direkt in die nächste Höhle rein. Kann man so anbieten. Was erwartet uns hier? Jetzt sind wir auf der Seite. Ja, schön. Machen wir hier das Wasser weg. Das ist extrem laut. Ah, hier ist auch wieder nur Lava. Ah ja, gut. Ja, das kann man so definitiv mal machen, ja. Was ist hier drüben? Geht er mit dem Redstone noch?